Xavier Ferro mit so einem Auto mehrfach im Berg, wenn sie rausgefahren haben und auch Schweizer Meister war. Xavier Ferro mit dem Chevrolet Es ist ein Fahrzeug aus der europäischen Formel 5000 Meisterschaft, wo es so Ende 60er Jahre gehen, alle mit V8-Motoren ausgestattet. Formel Superfrau ist gebaut worden. Im Hause von Markus Hotz in den Dressurgen. Er hat ja mehrere Formelfahrzeuge, Bauformel, Superfrau. Horag Haas, Leistungsbehörde geheissen. Das ist einer aus der Küche. Wieder ein Formelfahrzeug, eine ehemalige Formel Renault. Der Herbert Peter aus Gachnang. 1971 Baujahr, die 71-72 sowie Alpinanus mit dem weissen Formel Ford 2 Liter, der Josef Wagner aus Bad Ragaz. Jetzt kommen Formel 2 und Formel 3, man hört schon, jetzt kommen die bekannten 2 Liter BMW Motoren. Sehr schwer, wenn man es hier unterbricht. Die 742 sind die Zahlen für 74 ist das Jahr und 2 ist Formel 2. Also mit einer Formel 2 aus dem Jahr 1974. Markus. RT32, der Waldi Tanner aus Heerbruck. Ralt Ron Toranek war der Konstrukteur von den erfolgreichen Formelfahrzeugen. Also, Christi ist Winterhof, meine Damen und Herren.